Parlament in Corona-Zeiten. Das bedeutet für uns, dass unsere Ausschüsse hauptsächlich digital tagen. Als Parlament kommen wir nichtsdestotrotz zusammen, auch wenn die Infektionszahlen sehr, sehr hoch sind. Zur Corona-Situation hat sich Bernhard Braun in der letzten Plenarsitzung geäußert. Aber ich glaube, was wir als erstes gemeinsam sehen müssen, ist, dass diese Verantwortung, die wir haben, allen Menschen gegenüber in Deutschland stattfindet und dass diese Verantwortung, die wir haben, natürlich zuerst gegenüber den Schwächsten gezeigt werden muss. Und das ist die Verantwortung in Politik, das ist die Verantwortung des Staatswesens. Sonst könnte ja jeder vor sich hin machen, wie er gerade will. Wir sind dazu da, den Schwächsten zu helfen und die Schwächsten vor den Folgen dieser Pandemie zu schützen. Auch wenn die Corona-Krise ein drängendes Thema derzeit ist, dürfen wir nicht darüber hinwegsehen, dass unser gesellschaftliches Klima immer noch zu wünschen übrig lässt. Viele Menschen sind von Diskriminierung, von Hass, von Gewalt betroffen, weil sie pauschal irgendeiner Gruppe zugeordnet werden. Deshalb gibt es den Landesaktionsplan gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und gegen Rassismus, und dazu habe ich in der Plenarsitzung gesprochen. Und deshalb ist es wichtig und deshalb begrüße ich es ausdrücklich, dass es in Rheinland-Pfalz ein starkes Bündnis für Vielfalt, für Toleranz und Gleichheit gibt. Viele Menschen stehen zusammen gegen Rassismus und gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und mit dem Landesaktionsplan hat Ministerin Anne Spiegel mit mehr als 80 Organisationen, Institutionen und Vereinen ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis geschmiedet, das Ziele und Strategien gemeinsam entwickelt hat für Vielfalt, für Toleranz und für Gleichheit in diesem Bundesland. Und ich danke allen Beteiligten, die in einem langen Prozess miteinander diskutiert haben, Ziele und Strategien entwickelt haben zur Erstellung des Landesaktionsplans. Das war ein wichtiger Schritt. Vielen Dank für diesen Prozess. Wir alle sehen uns danach, wieder reisen zu können. Rheinland-Pfalz ist ein wunderbares Ziel für Ausflüge, aber auch für tatsächlich Urlaubsaufenthalte. Deswegen hatten wir eine Enquete-Kommission Tourismus, und dazu hat sich Jutta Platzheim-Rögler geäußert. Angebote für Jung und Alt, für Familien mit Kindern oder Alleinreisende, das ist unser Anspruch als Land der Vielfalt. Und für die nächsten Jahre gilt es, mit einer nachhaltigen und ganzheitlichen Tourismusstrategie die Natur als touristisches Mittelpunkt unseres Bundeslandes für die Zukunft zu stärken. Das war unser Rückblick. Bleibt vor allen Dingen gesund.